Herr Christian Ortner, Sie haben es vorher gesagt, mehr kritische Köpfe braucht das Land. 50 junge, dynamische Köpfe haben wir heute präsentiert bekommen, wurden heute präsentiert. Vielleicht können Sie mir ganz kurz erzählen, was steckt denn hinter der Aktion 50 Köpfe der VN gemeinsam mit der Volksbank? Ja, für die VN ist immer wichtig, dass Vorarlberger Menschen eine Plattform bekommen. Wir sehen uns als Plattform für Vorarlberger Menschen. Wir sind stolz darauf, dass wir tolle Menschen in unserem Land haben. Die gibt es bei den Eltern, die gibt es aber auch bei den Jüngern. Das ist für uns ein sehr interessantes Projekt. Es ist, glaube ich, interessanter Lesestoff, weil man auch viele Menschen noch nicht so gut kennt. Ja, und wir zeigen damit auch ein bisschen Stolz auf unsere jungen Leute. Es sind eigentlich Leute, die auffallen. Die unseren Redakteuren auffallen während des Jahres. Man speichert diese Leute, schreibt sie vielleicht einmal irgendwo auf. Und einmal im Jahr sitzen wir zusammen und sagen, was sind das wirklich Leute, von denen wir den Eindruck haben, sie leisten etwas, sie haben Potenzial, sie werden dieses Land auch mitbestimmen. Und dann setzen wir uns zusammen, versuchen eine Auswahl zu treffen. Wie gesagt, die ist subjektiv, aber es gibt auch immer ein nächstes Jahr. Herr Wörtl, die Volksbank, ein Partner der VN bei der Auszeichnung oder bei der Präsentation dieser 50 Köpfe. Was hat es denn damit auf sich? Welche Bedeutung hat denn auch für die Volksbank diese Kooperation und eben auch die Unterstützung dieser Aktion, 50 Köpfe der Zukunft zu präsentieren? Natürlich, das ist für uns ganz wichtig gewesen, weil Vorarlberg im Verhältnis ein kleines Land ist, international, aber in dem Sinn, was wir leisten, ich glaube, im Verhältnis unserer Bevölkerung ist immer außergewöhnlich. Und das ist sicher, weil, sagen wir mal, diese Leistung erbringen und da sagen wir, okay, wer kann das erreichen, auch für die Zukunft? Das können eigentlich nur die 50 Köpfe der Zukunft, also die Jungen, sprich, erreichen. Und wir sind überzeugt, dass vor allem diese Region, Vorarlberg, obwohl es eine kleine ist, eine große Zukunft haben wird. Und da haben wir gesagt, natürlich ist eine super Aktion auch von der Vorarlberger Nachrichten. Das möchte man natürlich unterstützen, weil wir sagen, okay, wir sind natürlich als Vorarlberger Bank, Landesbank in dem Sinn, auch interessiert, dass diese Region sich gut entwickelt. Und wenn wir da jetzt einen kleinen Beitrag leisten können, dass sie, sagen wir mal, diese 50 Köpfe vielleicht auch einen Impuls kriegen oder andere junge Leute angespornt werden, dass sie sagen, ich möchte in Vorarlberg bleiben oder ich möchte was bewegen. Und wenn wir das erreicht haben, dass da nur 3, 4, 5 Leute zusätzlich was machen, und wer weiß, was ein Einzelner erreichen kann, wenn er begeistert ist, und das hat man heute wieder gesehen mit dem Hubert Neub und mit dem Vortragenden, dann weiß man, ist alles möglich. Und darum sage ich mal, ist das eine gute Aktion und wir werden sicher auch weiter der Partner bleiben.